Schauen wir uns mal um. Gibt's hier jetzt nichts mehr? Nochmal das Hexamulett. Ah, da hinten. Gut, da hinten sieht man's schon. Hier ist irgendwas. Jorvet, hierher. Ich habe etwas gefunden. Was ist das? Ein Foliant mit Trankrezepten. Zum Lesen haben wir jetzt keine Zeit. Solche Bücher hüten Zauberinnen eigentlich wie ihre Augäpfel. Dies ist offenbar nicht. Immerhin hat sie es zurückgelassen. Sie war in Eile. Kann dieses Buch etwas mit Saskia zu tun haben? Ich glaube, in diesem Land hat fast alles mit Saskia zu tun. Dem Drachen. Was? Woher? Ich habe es gesehen. Dann hüte bloß deine Zunge, Gwynblade, sonst... Es ist mir klar, was passiert, wenn das bekannt wird, Jorvet. Hier ist das Rezept für Taumador. Eilhard hat uns die Zutaten von Veelight schon mitgeteilt. Dies muss nichts heißen. Neben Giften steht üblicherweise die Zusammensetzung der Gegengifte. Kenne ich auswendig. Königsblut, Immortelle, Drachentraum, Rose der Erinnerung. In diesem Buch steht nichts von der Rose der Erinnerung. Ich weiß noch genau, wie sie sagte, dass die Rose der Erinnerung zusammen mit der Immortelle den Verstand heilt. Und wenn sie gelogen hat, vielleicht heilt sie nicht den Verstand, sondern beeinflusst ihn. Philippa hat ihr die Blume durch einen Kuss übergeben. Das Symbol für Liebe und Verderben. Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, Philippa hat die Rose hinzugefügt, um Saskias Verstand zu unterwerfen. Diese Schlange bringe ich um. Philippa verfügt über Magie und einen Drachen, der ihr gehorcht. Bei den Beratungen dürfte sie einiges zu melden haben. Was will sie erreichen? Das werden wir nur in Lokmuin erfahren. Gehen wir, Gwynblade. Gut, dann machen wir das. Da war ich wohl immer richtig mit diesem Verdacht, dass Philippa Eilhard nicht so ganz koscher ist. Diese alte Schlange. Wie er heute gesagt hat. Gut, dann gehen wir jetzt wohl nach Lokmuin. Ich denke, damit wäre der zweite Akt dann auch beendet. Oh, und da sind ja unsere beiden Kollegen. Geralt, Saskia ist verschwunden. Die Menschen werden unruhig. Die Zwerge auch. Saskia ist zu den Verhandlungen über die Wiedereinsetzung von Rat und Kammer gereist. Sie will, dass die Könige Vergens Unabhängigkeit anerkennen. Nerven hat sie ja, die Gute. Aber ohne sie geht hier doch alles den Bach runter. Wir haben Henselt vermöbelt, prima. Aber jemand muss den Laden zusammenhalten. Sonst war alles für die Katz. Ich reise Saskia mit Jorvet nach. Es sieht aus, als ob wir auch Foltests Mörder in Lokmuin finden. Einige meinen immer noch, du wärst es gewesen. Damit räume ich jetzt auf. Ich habe keine Wahl. Ihr schon. In Lokmuin ist die Elite des Nordens versammelt. Pflichttermin für einen Künstler wie mich. Deine einzige Kunst ist deine Wichtigtuerei. Ihr werdet hier gebraucht. Solange Saskia nicht da ist, müsst ihr die Menge bei der Stange halten. Der Sieg über Henselt war wichtig, aber nur ein Schritt auf einem langen Weg. Meine Hymne hat echte Chancen. Lieder braucht Vergen besonders dringend. Hoffentlich war das nicht unsere letzte Begegnung, Geralt von Riva. Bestimmt nicht. Zu viele ungeklärte Angelegenheiten. Stimmt. Gehen wir, Gwynblade. Evan gesehen? Asire far aleit. Me vultocht en gehet wein. Me vetruf het en bellengrek. Fisse de en ebzesret. Net en färbtine het en kessa. Weißt du, was das ist? Ich weiß. Wer das ist.
Tris Merigold, bis vor kurzem Volltests Ratgeberin. Artefaktenkompression, ein komplizierter Bann. Lebt sie noch? Unterbrochene Körperfunktionen lassen sich wiederherstellen. Aber es ist schwierig. Du bist mit dem Portal zwischen Lokmuin und Nilfgaard fertig geworden. Diese Figur schaffst du auch. Geh zur Seite. Wir wissen nicht, ob ihr Körper die Dekompression aushält. Keine Pentagramme? Kerzen? Blutvergießen? Ihr wisst nicht viel über Magie, Gesandter. Obwohl die meisten Zauberer tatsächlich Pentagramme und Kerzen verwenden würden. Aber ich bin Spezialistin für Artefaktenkompression. Sie muss leben, Asire. Sorg dafür, dass ihr Körper die Dekompression übersteht. Soweit ich das kann. Desorientiert wird sie anfangs auf alle Fälle sein. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Triss! Wisse Radoch Tradin. Wisse Espet Eb Wovret. Dartort Eb Nordling Darien. Mehen erwähnens Aptoren. Me pöft in Alvert der. Merigold. Dein Name ist Triss Merigold. Okay. Das war jetzt ein klein wenig verwirrend. Aber nur ein klein wenig. Oh, hier schneit's ja. In Lokmuin. Ah, und da sind wir ja. Jorvet und Geralt von Riva. Der Pfad führt zu den Stadttoren. Es ist oh. Bist du aber hässlich? Ich sag da immer. Wenn Harpien kommen. Oh, da ist noch eine. Und zack. Bam. Gut, weiter geht's. Jorvets Schwert, da werden wohl nicht so viel gegen die Harpien an Schaden machen, denn die sind wohl nicht aus Silber, denke ich mal. Da gehe ich zumindest mal von aus. Zack. Oh, komm, mach mal die anderen. Gerade mit dem Finishing Move fertig. Oh, super, eine fehlt jetzt noch. Naja, und tot ist sie. Gut. Gehen wir weiter. Ich denke mal, wir werden relativ. Oh. Überall Spuren. Relativ schneller sein. Du warst schon einmal hier? Vor langer Zeit. Wir haben Gruppen gesucht. Okay. Jorvet war also schon mal hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat in dem Lärm. Den die Harpien hier machen. Ah ne, es sind Ernies. Ah ne, das ist ein Harpier. Also Jorvet war schon mal hier. Die haben Elfenrelikte gesucht, hat er gesagt. Und dann kam aber eine ketwinische Abteilung. Oh, schon wieder welche. So, zack. Ich wollte gerade. Wieso ging das nicht? Ich hatte X gedrückt, aber der hat keinen Finishing Move gemacht. Das ist ja mal doof. Ah, das hier ist jetzt wieder so ein Ernie. So. Und weiter geht's. Müssen wir aber ziemlich weit runter hier. Und jetzt geht's wieder hoch, oder was? Ich glaube. Ah, ne, da hinten ist ja jetzt die Stadt. Damit wären wir also so gut wie da. Ah, und jetzt kommt auch... Jetzt
Zwischensequenz. Die Ritter der Flammenrose bei einem Friedensgipfel. Wen vertreten sie denn? Den, der sie bezahlt. Sie haben das Lager vor der Stadt aufgeschlagen. Also sind sie nicht in offizieller Mission hier. Vielleicht machen sie Urlaub. Oder wollen nicht auffallen. Eilhard führt einen Drachen an der Leine. Und Radovid hat eine Abteilung Ordensritter herbeordert. Dazu noch Sheila und Henselt. Das wird ein interessanter Friedensgipfel. Wer könnte die herbestellt haben? Radovid. Das Ordenspack stapelt jetzt Scheiterhaufen unter redanischem Wappen. Angeblich verbrennen sie mit Vorliebe Hexen. Aber Radovid hat in Vysima gesehen, was der Orden angerichtet hat und wie der Großmeister seine Leute hat wüten lassen. Da muss er einen sehr guten Grund gehabt haben, sie zu rufen. Elementar. Er braucht den Orden gegen Eilhard. Sie sollten dich nicht sehen. Ich weiß, für sie ist nur ein toter Elf ein guter Elf. Nicht, weil du ein Elf bist, sondern weil du Jorvet bist. Ich versuche, durch die Höhlen in die Stadt zu kommen. Dir würde ich das auch raten. Ich kenne den Großmeister des Ordens. Wir haben mal zusammen gekämpft. Ich rede mit ihm. Ohne mich. Ich versuche, eine Verbindung zwischen den Höhlen und der städtischen Kanalisation zu finden. Wir treffen uns in Lok Muin. Komm mir nach, wenn du es dir anders überlegst. War fail.